Ist er aber eigentlich. Ist er eigentlich richtig eingestellt? Hm. Die anderen hatten ja keine Probleme gehabt. Verstehe ich nicht. Komisch. Kapiere ich nicht. Schnall ich nicht. Gott, dieser Zinken. So, warten kurz. Kurz warten. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Was? Oh, verdammte Mann. Axt. Alter, die kommen ja nicht weit. Boom. Na? Und? Boom. Tot. Oh. Ja. Die Armen. So, ich bin auch gleich voll. Super. Schön schleichen. Schön schleichen. Schnell, schnell, schnell. Dam, da, dam, dam, da, dam, dam, da. Oh, war das schlau. Ihr seht mich nicht. Ah. Dam, da, dam, 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 da, dam. In der Burg da. Wurde ein Gorbobot. Oh Gott, wir sind zu laut. Zu jämmerlichen Reparaturarbeiten gezwungen. Kurz spürte das rührselige Böse so etwas wie Mitgefühl aufkommen, das sich dann aber als mächtiger Rülpser entpuppte. Befreien würde es den nützlichen Gorbobot. Natürlich trotzdem. Oh, wir sind zu laut, schreibt sie. Wir sind zu laut. Kann man uns vielleicht noch ein bisschen runter scrollen, skalieren? Hat sie bestimmt zu laut aufgedreht. Mann, Mann, Mann. Kleinen Moment. So. Pass auf, jetzt sind wir zu leise. Mal sehen. Ist zurück. Immer so. So. Ist es jetzt besser? Hörst du uns noch? Hallo? Hallo? Hört uns kein... jemand? So, jetzt Gimli töten. Schon wieder? Ja. Da und? Und? Damage! Juhu! Na endlich. Wahnsinn, ey. Beschwingt durch den Befreiungsversuch des Schurken, schloss sich der Gorbobot der Horde an und heizte seinen Peinigern ordentlich ein. Seine Fähigkeiten, Fernkampfschäden größtenteils zu ignorieren und größere Bereiche in Brand zu setzen, sollten sich als äußerst nützlich erweisen. Hm. Oh, Speicher. Speicher. Oh mein Gott. Er speichert. Er speichert. Was, Rosen sind rot? Ja. Der dichtet doch die ganze Zeit irgendwelche scheiß Liebeschnulzen zu haben, dieser bescheuerte König. Das wird sich bald ändern. Ob dein Schurke, der macht's auch nicht mehr allzu lange. Ja, ich krieg wie so einen neuen Schurken. Ja, ja. Ist irgendwo ist hier noch was. Hm. Ah, hier ist das Ding hier. Okay. Hm. Und hier ist das. Diesen Turm vielleicht noch kalt machen da. Ja, das Problem ist. Siehst du, da, der Turm. Und so ließ das fahrlässige Böse die einzige Einheit, die in dieser Mission wirklich wichtig war, prompt sterben. Der Goblin-Anführer seufzte. Und stellte seinen Schurken am Kellerausgang bereit. Okay. Ach, vom Spiel ist jetzt noch weniger zu hören. Oh, ey. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Schnell
mal rüber hier wandern. Der ist auch gleich wieder tot? Nein. Echt jetzt? Ja, Herrschaftszeiten, Malefiz, können wir bitte aufhören, missionskritische Einheiten sterben zu lassen? So. Nicht, dass es mir um das Gewürm leid täte, cool. Aber das hält hier nur den Plan auf. Ja, Entschuldigung. Ich will am Eingang noch einen Schurken ab. Der meckert aber auch was. Ja, ja, der meckert ganz schön, ganz schön. Ich verstehe das nicht. Ich guck jetzt so mal. Angeblich. Ja, mal voll. So, bitteschön. So. Ist es jetzt besser? Versteh nicht. Andere Leute haben keine Probleme damit. Versteh nicht. Das verstehe ich nicht. Oh Mann, tötest du die nicht, Mann, ey. Geht doch. Das Nachtschloss war völlig zerstört. Das rachsüchtige Böse klopfte sich selbst zufrieden auf die Schulter. Nun war es an der Zeit, sich König Robert zu widmen. Dieser rezitierte in seinem berühmten Garten seine weniger berühmten Liebesgedichte. Das lyrisch gehandicapte Böse hatte für Poesie wenig übrig und würde ihm das auch handfest klar machen. Immer diese Kritiker. Zahltag. So, töten. Bring ich erstmal in die. Achso. Diese armen Schafe. Ist ja, oh cool. Ja, da ist doch noch einer. Am Straßenrand stieß die Horde auf einen verirrten Goblin, der offenbar der traurige Rest eines Angriffs wunderbar das Jagdschloss war. Diese jämmerliche Gestalt schloss sich mit einem Winseln der Armee des schlagkräftigen Bösen so an. Armee hat mir gefallen. Armee? Ja, ist so eine kleine Armee. Naja, Drei-Mann-Armee, genau. Ja, es kommt ja jetzt noch was dazu. Bei dem halbtoten Gobobot einen ziemlich zermarterten Schurken und einem jämmerlichen Wegelagerer. Ja, aber es kommt jetzt noch was dazu. Echt klasse, Armee. Das sind Planschbecken für die Kinder. Ja, richtig. Box. So. Das sind doch keine echten Orks, das sind Cosplayer. Cosplayer, ja, ja. Müde. Oder machen die hier einen Lab? Ja, die machen Lab. Ach, die machen Lab, alles klar. Also echte Lab-Spieler, die fahren nicht mit dem Auto zum Spielplatz, sondern die kommen per Portal. Dich. Boah. Mensch. Hab ich schon alle vier? Wir haben doch noch Ochs hier, oder? Ja. Die trainieren fleißig. So. Die Speisekammer sieht da toll aus. Hm? Da liegt Hähnchen rum. Hunger! Ah, ich kann hier nicht rein. Darf nicht rein. Hähnchen, gut. Schokolade. Was? Ja. Das ist eine alte. Das ist echt eine echt verfressene Sau, weißt du das? Ja. Ja, du. Ich? Nö. Ja, du. Nein. Doch. Wieso soll ich eine verfressene Sau sein? Ja, weil das halt so ist. Ist aber halt nicht so. Ja, doch. Weil ich das halt so ist, deswegen ist das halt so. Verstehst du das Prinzip nicht? Das ist so, weil das halt so ist. Da kommt der jetzt so. Also das muss geputzt. Das sind Orks, die müssen so aussehen. Schleichwerbung für Anabolika. Ah.
Ah. Olat. Tut es. Was? Löwenzahn ist gelb? Genial! Und der dichtet einen Müll zusammen, der Typ. Der verdient ja was, schon für mich, was da noch gleich passiert. Aber sie. Ach. Tötet sie. Grillparty. Holt die Bratwurst raus. Der König wurde von einer Pixie begleitet. Die das ist eine Pixie Heilmann gewesen. Ja, ist doch okay, ein Mensch. Angriff wäre reiner Selbstmord gewesen. Gnadenreicherweise gab es diesen allwissenden und hilfreichen Erzähler. Dieser wies das ungeduldige Böse darauf hin, dass sich die Pixie ab und an entfernte, um bei einem kleinen Lager im Süden nach dem Rechten und viel wichtiger nach Sonderangeboten zu sehen. Die Pixie summte nun herbei, um zu schauen, was das Essen macht. Das ultimative Böse bereitete einen Hinterhalt vor. Also das letzte Mal ist das besser hingekriegt mit der Pixie, ja? Man sollte meinen, ein zerbrechliches fliegendes Etwas zu töten, sei keine Raketenwissenschaft. Jetzt kommt er. Tatsächlich hatte das unfähige Böse dafür zu lange gebraucht und ein paar Wachen aufgeschreckt. Oho. Dein Körperbord ist gleich im Arsch. Die nervige kleine Pixie hatte ihrem letzten Heilzauber gesprochen. Das handwerklich versierte Böse bastelte sich aus ihren Flügeln einen Fächer. Okay. Doch, den nehme ich auch. Um Robert zu suchen, um sein ich nehme einfach das ganze Set. Sicherzustellen. Oh. Da ist da das ganze Set. So. Kreuze hättest du auch gerne einen Fächer aus Pixie-Flügeln. Das ultimative Böse hatte seine wohlverdiente Rache bekommen. Juhu, cool. Doch dort draußen warteten noch weitere Helden, die es verdient hatten, niedergestreckt zu werden. Ihre Zeit würde kommen. Ja. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Dann geht's weiter. Eine Pipi-Pause? Ja, eine kleine Pipi-Pause. Bis gleich. Hallo. Geht. Oh. Hallo. Huh. Oh. Ist ja übelst steuert. Hallo. Hallo? Hallo. Cool. Jetzt muss es gehen. Das Gerät ist auch drin. Auch drin. Cool. Jetzt macht das. Okay.